Ja, eine Woche ist vorbei. Wir haben jetzt den 4. Dezember, somit auch den zweiten Advent. Ich bin jetzt hier in Siana. Der Himmel ist immer noch blau, die Sonne scheint immer noch. Und ja, die zweite Kerze werde ich jetzt hier vor mir in der Kirche anzünden, die zweite Adventskerze. Vorher gehen wir noch ein bisschen hier durchs Dorf und dann zeige ich euch noch ein bisschen Dorf. Übrigens, hier ist ja alles mit Honig und Olivenöl. Und das kann man hier gut kaufen, alles Produkte hier aus der Gegend. Und wer es nicht kennt, sollte mal hier hochfahren und hier mal überall Honig oder Olivenöl probieren und kaufen. Hier gibt es wirklich super Honig und Olivenöl. Aber jetzt gehen wir erstmal ein bisschen durchs Dorf und dann kommt die zweite Kerze. So, bevor es jetzt erst durch Siana geht, erstmal nochmal ein Moin hier aus Hamburg zum zweiten Advent. Ja, wie man sieht, hier schneit es gerade, wird aber wahrscheinlich nachher wieder aufhören. Da hinten klart das schon wieder ein bisschen auf. Ja, und ich bin jetzt gerade hier in der Speicherstadt. Und wenn man mal in Hamburg ist, muss man auf jeden Fall mal hier zur Speicherstadt. Hier gibt es nämlich einiges zu sehen. Hier gibt es eine Kaffeerösterei, da wird der Kaffee geröstet. Man kann ihn da auch kaufen natürlich und auch trinken. Dann gibt es da dieses Miniatur-Wunderland. Da sollte man aber Karten vorbestellen, weil es ziemlich voll. Dann gibt es da noch Dungeon, das ist so eine Art ja, Geisterbahn, würde ich mal sagen. Und was wenige kennen, ist das Zollmuseum. Das ist auch noch hier, das ist auch sehr interessant. Aber jetzt gehen wir erstmal ein bisschen durch Hamburg und ja, ihr kriegt jetzt ein bisschen was von Siana zu sehen. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache, trinke ich erstmal schön in der Kaffeerösterei hier einen schönen heißen Kaffee, denn draußen ist es kalt. Von hier aus ist es auch nicht mehr so weit bis zur Elbphilharmonie hier hinter den Häusern. Und es hat jetzt wieder richtig schön aufgeklärt. Also ist das perfekt, um oben mal hochzugehen, denn da hat man einen super schönen Blick über Hamburg. Kostet keinen Eintritt, man muss sich allerdings eine Karte unten an der Kasse holen und dann kann man den Ausblick genießen. Und von der tollen Aussicht hier gehen wir jetzt wieder zurück nach Siana und zünden da die zweite Kerze an.
So, zurück jetzt hier in Hamburg und ich bin jetzt hier an dem zweiten Weihnachtsmarkt und der ist an der Binnenalster und da schauen wir uns jetzt ein bisschen um. So, ich bin jetzt mal wieder hier in dem Folkloremuseum. Es fährt hier ein Auto vorbei, ein Taxi, ist auch ein Auto. Und hier war ich ja schon mal letztes Jahr und fand es total interessant. Das ist nicht nur ein Folkloremuseum, hier sind auch Flora und Fauna, die man sich hier anschauen kann. Die werden jeden zweiten Tag neu geschnitten, Äste und sowas alles. Und die werden dann hier beschrieben und welche Früchte die tragen und. Ist also wirklich interessant, mal ein bisschen was anderes als ein normales Folkloremuseum. Das ist in Columbia. Bevor man zu den Geschäften kommt, ist das dann rechts rein, also Eukalyptusallee hoch. Und bevor die ganzen Geschäfte anfangen, rechts rein. Ja, kommt mal vorbei und schaut euch das auch mal an. So, ich bin jetzt in Rollerstadt und gleich fängt die Führung an mit Michael. Sind schon einige da und ich bin mal gespannt. Mal sehen. Ihr werdet bestimmt einige Bilder sehen. Bis dann. So, heute mal wieder hochgefahren bei dem Berg bei Archangelos, dem Prophet Elias, mit blauem Himmel und klarer Sicht oder fast klarer Sicht. Man kann richtig schön rüber gucken bis nach Lindos. Ja, Kalimera, heute bin ich mal in Kremasti. Da waren wir nämlich hinten an der Kirche schon.
Da können wir gleich noch ein paar Bilder sehen gleich. Und jetzt bin ich hier durch den Ort gelaufen und stehe hier, wo eine Burg zu sehen ist. Wissen auch nicht viele. Hier ist nämlich noch eine alte Burg, die ist ziemlich gut erhalten, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist halt noch ziemlich viel da. Was aber sehr schade ist, finde ich, total vermüllt. Hier sind wirklich noch schöne Mosaike auf dem Boden. Da steht auch noch im Eingangsportal eine Jahreszahl von, ich glaube, 1319 oder 18. Mache ich gleich mal ein Bild von, könnt ihr gleich hier gucken. Und ja, eigentlich ist es total schade, dass das alles hier so vermüllt wird. So, und was fehlt jetzt noch? Die zweite Kerze, die wir hier noch anzünden müssen. Und bis dahin sage ich schon mal Tschüss aus Hamburg und bis nächste Woche.